Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Layers of Fear Nummer 2, wo wir immer noch an diesem verkackten Rätsel festhängen und ich wirklich absolut keine Ahnung habe, wie wir was machen sollen oder was wir machen sollen. Es geht hier irgendwie auch anscheinend runter. Aber, oder beziehungsweise auf der anderen Seite. Wir müssen anscheinend zu diesem Pokal. So, ich das jetzt denke. Und hier sind da der Äpfel. Mit rückwärts laufen hat es nicht geklappt. Die Puppe hat so einen fetten Arsch. Das gibt's ja nicht. Was könnte man denn vielleicht ganz Licht, das Licht ganz ausmachen? Aber hier ist ja nichts. Gar nichts. Ich habe 100 Pro wieder irgendetwas übersehen. Irgendwie ein Schalter. Hier ist auch nur schwarz. Was bezeugt dieser? Da oben sind zwei Balken, so zwei Träger. Ich bin absolut ratlos gerade. Wir können ja mit den Äpfeln nicht mal irgendwas machen. Hier können wir auch nicht mal drauf. Irgendwie fünfmal im Kreis rennen oder so? Wird es immer nebliger oder kommt mir das jetzt nur so vor? Es wird immer nebliger, oder? Bilde ich mir das jetzt ein? Mann, das wird wirklich nebliger. Wirklich gar keine Idee. Scheiße. Sind immer so versetzt. Die Äpfel. Wir kommen also wir kommen definitiv nicht daran vorbei. Die Äpfel gehen auf der Seite weiter. Zwei Stück. Habe ich irgendwas verpasst? Hätte ich irgendwas mitnehmen müssen? Was ich jetzt nicht mehr habe? Ja, Leute, keine Ahnung. Ich bin gerade echt ratlos. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist fürs Let's Play jetzt auch nicht wirklich förderlich, wenn ich hier 20 Minuten lang rumrenne im Kreis und ich weiß, was ich machen muss. Wenn ich noch 500 Mal zum Pokal da renne.
keine Ahnung. Dann muss ich wohl oder übel mir das Internet zu Rate ziehen, liebe Freunde. Nee, keine Chance, ich kann nicht mehr wegrennen. Dann muss ich leider hier wieder einen kleinen Cut setzen. Und ich muss mal im Internet schauen, was andere da gemacht haben. Ob andere überhaupt an dem Punkt sind, keine Ahnung. Jetzt sind die... Ja gut, dann setze ich mal kurz einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder bei Lay Sophie. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich habe jetzt geguckt im Internet. Also, man muss quasi dieses Monster triggern und davon laufen. Aber das ist so schwierig. Ich hänge fest, ich hänge fest. Und jetzt geht nämlich hier die Tür auf. Look, there's something there. Wo denn? Okay, jetzt können wir nämlich hier rüber. Also. Over there. Can't you see it? Nein. Eine Insel mit Zwergen und einem großen Ozean. Da ist er. Der Pokal? No, this isn't what I saw. You have to believe me. We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Jetzt habe ich natürlich nicht clever, wie ich bin, nicht geschaut, bei wie vielen Minuten ich war. Gut, können wir jetzt wieder zurück? Es sind immer noch ein paar Äpfel. Wir haben immer noch Äpfel verloren. Wir haben quasi schon die Hälfte erreicht vom Let's Play, habe ich gesehen. Das ist ziemlich krass. What? Oben ist die Seite abgerissen. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den Schwarzen Wanderer. Die Weißen Wanderer. Captain Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Ja, so ist das, ne? Wo sind wir denn jetzt? Im Speisesaal oder wie? Ich finde es ein bisschen schade, dass immer wieder dieselben Bilder gezeigt werden. Also ich hätte mir gewünscht, dass da doch ab und zu andere Bilder zu sehen wären auch. Und es geht wieder nach unten. Wie groß ist dieses Schiff bitte?
What? Schweben wir in der Luft? Völlig losgelöst von der Erde. Die Schmaus lässt sich mega schwer denken. Hab ich dir jetzt die falsche Sensibilität eingestellt? Ja, hab ich. Abgeschlossen, natürlich. Wisst ihr, was der Hammer ist? Ein Werkzeug. Ich glaube, wir haben ein bisschen Wellengang, Leute. Okay, jetzt wird's gruselig. Ist abgeschlossen. Oh ja, sorry. Wollte er nur reingucken? Nee, der lässt uns da nicht reingucken. Ich gehe ja schon. Speichern, bitte. Ach, vielen Dank. Was haben wir hier? Dieses. Standby. Slow. Es ruckelt wieder. Vom leidenden Sicherheitsbeauftragten an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt nicht unbestraft. Okay, es klaut anscheinend auch jemand hier. Ich versuche übrigens immer zu verstehen, was die Geschichte ist von uns. Oder was wir gerade. Wow. Für eine Geschichte spielen. Das geht natürlich nicht weiter runter. Natürlich. Jo, Leute, übertreibt doch nicht. This one's empty too. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there. In the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Boah, das sieht aus wie so ein verschimmelter Thunfisch. Free devil. So. Aua, aua, aua. Oh, ihr Penner. Helf mir! Helf mir! Aua. Nicht sein, das will ich auch gerade nicht sein. So ein Scheiß, ich hasse das. Ja, natürlich haben wir jetzt die Wahl, oder was? What? Oh shit, wieso sind wir denn jetzt wieder... Wieso war das jetzt anders als davor?
solch eine Gelegenheit, solch eine Verantwortung zu befreien, was so lange gefangen war. Ich kann es jaulen hören, am Käfig rütteln, voller Verlangen, endlich auszubrechen. Oh, da ist die Katze aus der Sophia 1. Kannst du dich daran erinnern? Die mussten mich, glaube ich, reparieren. Ist hier noch irgendwas? Nein. Alter, das sieht mal übertrieben gruselig aus. Creepy vor allem. Boah, das sieht richtig abgrundtief gruselig aus. Wie kommt man denn auf sowas? Oh. Willst du mich flachsen? Scheiß Kind. Wo willst du weiter? Was ist jetzt davon? Und hier ist halt schon wieder dasselbe Bild. Ich finde es ein bisschen traurig, also ein bisschen schade. Das hatten wir ja schon. Das ist jetzt mal so. Aha. Also man kann dem Monster quasi echt aus dem Weg gehen. Speichern mal bitte. Kannst du bitte speichern? Ich finde es immer krass, wie viele Wege es gibt hier in diesem Spiel. Ach, es speichert sehr schön. Aber es sieht schon wieder so aus, als ob gleich dieser Penner kommt. Galoppel Heinz. Ja. Oh, eine Ratte. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Okay. Wieso habe ich die... Wieso haben wir denn jetzt die Ratte dabei? Müssen wir jetzt da vorne wieder drauflegen oder was? Ich hab Gun Media. Die zappelt noch. Recording. Sind wir jetzt wieder in unserer Kajüte oder was? So, warte mal, was haben wir? Tab? Einmal Fragezeichen, einmal ein Dia. Eine Dia. Instinkt. Es ist wieder Kinozeit. Instinkt or reason. Trust your instinct. What? Nehmen oder aufgeben. D und auf oder A und... Hä? Hä? Trust your instinct.
was soll ich denn jetzt machen? Nehmen oder aufgeben? Ich denke mal, die meisten machen. One life outweighs the other. There is no other way. Habe ich mal aufgeben gemacht? Hä? Spieler, was willst du mir sagen? Was soll ich machen? Trust your Nehmen? J und? One life outweighs the other. There is no other way. Ich spam jetzt mal. Zeige Zurückhaltung, Errungenschaft. Keine Ahnung, was ich jetzt damit ausgelöst habe. Some things must be left behind. Some things. Ich habe keine Ahnung. Es ist hier ein Gang und hier geht's auch noch weiter. Ah, okay. Hier geht's einfach nochmal rundherum. Quasi als Bühnenbesichtigung. You can't take it. You'll starve. Wie? Ich hab es genommen. You let it go. You'll regret it. Das stimmt doch gar nicht. Ich hab es you genommen. Gave up. You'll never make it. Das hat wieder gespeichert. Oh nein. She once saw this boy drown a baby rat in the gutter. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. What? Habe ich das richtig gelesen? Was ist denn so ein kleiner Scheiß für die hier? Sie hat ihren Kopf ins Wasser getunkt? Habe ich das gerade richtig gelesen? Ich ordne hiermit an, die Vorräte an einen Ort mit erhöhter Sicherheit im oberen Frachtraum zu überlagern. Ich erwarte, dass im nächsten Bericht die Sicherheit aller Vorräte nachgewiesen werden kann. Damit erkläre ich das Thema für beendet. Sind sie noch da? Nein. Scheiße aus. Ah, ein Bild. Ah, what is forever, if not merely a prolonging of misery? I would gladly give it up for a life of meaning, of purpose. Okay. Wir haben ein weiteres Collectible. Haben wir hier auch ein Collectible? Nein. Ja. Und nü? Der Schlechter. Waren wir hier schon? Ja, von hier kamen wir. Ich habe immer so das Gefühl, wir sind dieses eine kleine Mädchen.
So, ich werde beim Speichern. Bin ich jetzt ziemlich glücklich. Ich bin jetzt in der Schatzkammer. It's no good. We'll never find any food. James, look at me. And it's all my fault. I said, look at me. I am Captain Baines, the Black Wanderer, the Slayer of the Cyclops, the Seeker of the Flame. I will see us through this. Don't you ever doubt me. Okay. Zyklop, so kann man es auch nennen. Sind die ganzen Requisiten oder was? Ich will auch wieder für den Speicherpunkt ganz gnädig, weil. Ich würde gerne die Folge beenden. Speichern? Nee. Okay, sind wir hier in der Schatzkammer oder was? Oh, das ist bestimmt wieder dieser Kartoffelheinz. Alter, what? Ich glaube, wir sind in der Vorratskammer gelandet. Was übersehen? Nein. Fisch. Why is here everything fish? Everywhere fish. Da vorne war auch noch eine Tür. Okay, das ist aber auch eine normale Tür gewesen. Er trocknet wieder ein bisschen. Okay, es hat gespeichert. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich mache an der Stelle mal ein kleines Päuschen. Ich nehme jetzt hier noch nichts raus oder betätige hier noch nichts, weil das bitte dann nicht gespeichert. Okay, langsam nimmt das Ganze ein bisschen Fahrt auf. Wir sind in Akt 2 und wir sind fast schon bei der Hälfte angelangt. Also das geht hier ziemlich flotti. Und da wünsche ich euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also haut rein. Bis dann. Ciao.